Okay, alles klar. So, also jetzt nochmal offiziell. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Titel Marktscanner, behalten Sie den Markt im Fokus. Und wie der Titel vielleicht schon aussagt, geht es hierbei um den Ninja Trader Markt Analyzer, wie man auf Englisch sagen würde, oder den Marktscanner auf Deutsch. Und wir haben uns ein paar spannende Themen ausgedacht. Und aber bevor wir loslegen, würde ich Ihnen, ja, muss ich nochmal über die Risikooffenlegung gehen. Und ich hoffe, meine Folie geht jetzt auch zur nächsten über. Ist etwas stur. Ah, okay, alles klar. So, Risikooffenlegung. Wie Sie wissen, ist der Handel mit Futures, Forex, CFDs oder auch Aktien mit einem hohen Risiko verbunden. Es ist nicht für jeden Investor oder Trader geeignet und Sie sollten nur mit Kapital investieren, das Sie auch willens sind zu verlieren. Wenn es ums Backtesting geht oder dem Handel mit Paper Money, also nicht mit richtigem Geld, dann ist es oft so, dass die Performance, die erzielt wurde im Backtesting, Testing oder mit einem Demokonto nicht unbedingt der Performance mit einem Live-Konto entsprechen würde. Das hat damit zu tun, dass die Fields nicht richtig simuliert werden können oder beim Backtesting zum Beispiel, dass die historischen Daten nicht exakt die Vergangenheit widerspiegeln. Natürlich wiederholt sich der Markt auch nicht immer und nie selbst. Was in der Vergangenheit passiert ist, wird in der Zukunft so nicht wieder passieren. Okay, also so viel zur Risikooffenlegung. Jetzt zu den Themen unseres Webinars und bevor wir loslegen, noch ganz kurz über mich. Mein Name ist Daniel Sinnig. Ich grüße Sie aus Montreal, meiner Wahlheimat mittlerweile schon seit fast 20 Jahren. Ich habe hier im Bereich Software Engineering promoviert und danach war ich tätig als Berater an verschiedenen Banken, wie zum Beispiel Morgan Stanley. Bin Managing Partner von Black Cherry Invest und dazu sage ich etwas später noch etwas und ja, habe mich seit den letzten 10 Jahren mit dem ja, Entwickeln von automatischen Handelssystemen, wie zum Beispiel für den Ninja Trader, spezialisiert. Okay, so soweit über mich. Worum geht es in diesem Webinar? Also ich werde Ihnen den Ninja Trader Marktscanner vorstellen. Das wird der erste Punkt sein. Dann zeige ich Ihnen, wie man sogenannte Zell- oder Filterbedingungen anlegt und wie man auch einen Wecker stellen kann, der ja, loslegt, wenn eine gewisse Bedingung erfüllt ist. Danach entwickeln wir einen Indikator ja, selbst, den wir dann auch im Marktscanner verwenden werden. Und zum Schluss ja, spreche ich etwas über die Strategien, die wir in-house hier entwickeln und auch, was Sie in der Zukunft an Webinaren erwarten können. Okay, also legen wir los mit dem Marktscanner im Überblick. Ja, was ist der Marktscanner? Ja, der Marktscanner, das sage ich Ihnen auch gleich live, ist ein Tool im Ninja Trader, mit dem man Echtzeit oder zu Echtzeit Kurs und Indikatoren angezeigt werden von verschiedenen Instrumenten. Ja, das ist also, wenn man praktisch die Price-Chart aufmacht, dann sieht man immer nur ein Instrument. Ja, das ist praktisch der Preis von einem einzigen Instrument. Im Marktscanner ist es etwas anders. Da werden Preisinformationen, Indikatorinformationen oder auch andere Informationen von einer Vielzahl von Instrumenten angezeigt. Ja, man kann diesem Marktscanner auch seine eigenen Indikatoren Werte anzeigen lassen. Und das geht nicht nur mit den Indikatoren, die schon im Ninja Trader vorinstalliert sind, sondern auch mit Indikatoren, die Sie selbst entwickelt haben, zum Beispiel, oder die Sie vielleicht von einer dritten Party gekauft haben. Ja? Und dazu kann man diese Indikatoren auch noch Timeframe spezifisch anwenden. Das heißt, zum Beispiel könnten Sie ja sich den Schlusspreis von der 5-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart, vielleicht der Daily-Chart im Marktscanner zur gleichen Zeit für alle Instrumente anzeigen lassen. Ja, das geht wunderbar mit dem Ninja Trader. Aber so viel zur Theorie. Am besten wäre es, wenn ich Ihnen das live zeige. Dazu mache ich jetzt meinen Ninja Trader auf. Ja, und hier sehen Sie das Kontrollzentrum vom Ninja Trader. Und um jetzt diesen Marktscanner zu öffnen, gehen Sie auf Neu. Ja, und dann wählen Sie Marktscanner aus. Das öffnet jetzt ein neues Fenster, ja, das jetzt bei mir auf einem anderen Bildschirm aufgegangen ist. Das ziehe ich jetzt kurz rüber. Und zum Anfang sieht dieser Marktscanner so aus. Ja, wie Sie sehen, ist noch nicht viel zu sehen.
Das hat damit zu tun, dass noch keine Instrumente, also noch keine Symbole geladen sind. Aber man kann jetzt diese Symbole hinzufügen über einen Rechtsklick Instrumente hinzufügen. Dann wählen Sie einfach Ihre Instrumente aus, wie zum Beispiel hier IBM würde jetzt ausgewählt werden und standardmäßig wird der Ask-Preis, der Bid-Preis und der letzte Preis für diese Instrumente angezeigt. Nun kann es etwas aufwendig sein, diese Instrumente einem nach dem anderen hinzuzufügen. Einfacher ist es, wenn man eine ganze Instrumentenliste hinzufügt. Das zeige ich Ihnen jetzt auch. Rechtsklick auf den Marktscanner. Und dann wählen Sie aus Instrumente hinzufügen und Sie gehen hier runter zu diesen Instrumentenlisten. Viele davon sind schon vordefiniert im Ninja Trader. Ja, manche davon habe ich selbst angelegt und Sie können diese Instrumentenliste auch selbst im Ninja Trader anlegen. Das geht über das Kontrollzentrum. Jetzt wähle ich zum Beispiel meine Instrumentenliste CTS aus. Hier sind ein paar Futures drin, die ich zurzeit beobachte. Ja, füge die hinzu. Und wie Sie jetzt sehen, wurden jetzt diese ganzen Symbole auf einmal hinzugefügt. Gut. So, das ist diese Spalten, die Sie hier sehen, sind vorinstalliert. Das sagt es natürlich noch nicht sehr viel aus. Spannender wird es, wenn wir jetzt unsere eigenen Spalten in diesen Marktscanner hinzufügen. Um das zu tun, Rechtsklick in den Marktscanner selbst und Sie gehen auf Spalten. Das öffnet jetzt wieder ein neues Fenster. Und auf der linken Seite hier oben sehen Sie die ganzen vorinstallierten Spalten, die also vorinstalliert im Ninja Trader sind. Es gibt hier eine große Auswahl von Möglichkeiten, wie zum Beispiel der letzte Dividendenbetrag, der ausgezahlt wurde für das Symbol. Was ist mein Beta? Wie ist mein Spread? Wie war der Tagesschlusskurs? Von gestern, wie war der Eröffnungskurs meines Symbols und so weiter. Ja, Sie haben eine große Auswahl von Möglichkeiten. Und ich werde jetzt mal einen auswählen. Ich werde den unrealisierten Gewinn oder Verlust anzeigen, den ich vielleicht für dieses Symbol zurzeit gerade habe. Dazu einmal Doppelklick auf diese Spalte. Ja, dann wird es hier hinzugefügt. Und wir klicken jetzt auf OK, um das Ganze auch in den Marktscanner hinzuzufügen. Jetzt sehen Sie jetzt hier rechts wurde diese neue Spalte hinzugefügt. Und wie Sie sehen, ist mein unrealisierter Gewinn jetzt überall 0. Das hat aber jetzt damit zu tun, dass ich das falsche Konto ausgewählt habe. Dazu noch einmal zurück, also Rechtsklick. Sie gehen auf Spalten. Ja, jetzt klicken Sie hier auf diese Spalte, die wir bereits konfiguriert haben. Dann hier oben rechts sehen Sie das Konto, was man für welches man diesen Gewinn oder Verlust anzeigen möchte. Und in diesem Fall nehme ich nicht mein Simulationskonto, sondern mein Interactive Brokers Konto. Das ist ein Demokonto und klicke auf OK. Jetzt sehen Sie hier für die Spalten, wo ich jetzt gerade offene Positionen habe, welchen Gewinn oder Verlust ich zurzeit erzielt habe. Und wie Sie sehen, sieht es zurzeit nicht sehr gut aus. Das ist aber auch, wie gesagt, nur ein Demokonto. Okay. So, soweit zum Marktscanner. Und jetzt, natürlich können Sie auch noch weitere Spalten hinzufügen. Ich füge vielleicht jetzt nochmal eine zu Testzwecken hinzu. Welche könnten wir dann nehmen? Ja, vielleicht nehmen wir den, welches könnten wir dann nehmen? Eine Sekunde. Vielleicht den letzten Schlusskurs nehmen wir noch hinzu, was nicht der letzte Preis ist, das ist der letzte Tagesschlusskurs. Ja. Das sehen Sie dann hier auch. Ja, und so weiter. So können Sie dann praktisch die Informationen, die Ihnen wichtig sind, in diesen Marktscanner hinzufügen. Okay. So, soweit zur Einführung. Jetzt zurück zu meinen Slides. Ja, wie Sie sehen, können Sie Ihre Spalten selbst definieren im Marktscanner. Wir haben Sie jetzt noch nicht auf die Indikatoren geguckt, die wir hinzufügen können. Das machen wir aber gleich. Gut. So, nächste Folie. Ja, als nächstes geht es dann um die sogenannten Zell- und Filterbedingungen. Ja, was sind das? Also diese Zellbedingungen, die man zu dem Marktscanner, zu einer Spalte im Marktscanner hinzufügen kann, die erlaubt die farbliche Gestaltung des Zellhintergrundes oder auch der Textfarbe basierend auf gewissen Bedingungen, die entweder erfüllt sind oder die nicht erfüllt sind. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal gehen wir zurück zum Marktscanner
und fügen so eine Zellbedingung zu unserem Gewinnverlust hier hinzu. Und wir könnten zum Beispiel sagen, wenn jetzt unser Verlust unter 20.000 ist, also größer als 20.000, dann nehmen wir dunkelrot, und wenn er größer ist, also niedriger als minus 20.000, der Verlust, dann nehmen wir eine andere Farbe. Ja, das könnte zum Beispiel so eine Bedingung sein. Und wenn er positiv ist, was in dem Fall leider nirgends der Fall ist, könnten wir eventuell noch eine andere Farbe nehmen. Ja, wie kriegt man das hin? Also Rechtsklick in den Marktscanner. Sie gehen auf Spalten. Ja, wählen jetzt wieder den unrealisierten Gewinnverlust aus. Ja, und klicken jetzt hier auf unter Bedingung auf Zelle, diese Zellbedingungen. Ja, und hier können wir jetzt unsere neuen Bedingungen hinzufügen, indem wir auf Hinzufügen klicken. Ja, und die kann man dann spezifizieren, in welchem Fall welche Hintergrundfarbe und welche Textfarbe gewählt werden soll. Also wie gesagt, nehmen wir für unsere Vordergrundfarbe vielleicht ein Dunkelrot, ja, Crimson hier. Wenn die Bedingung ist, dass unser Verlust kleiner ist, also was ja negativ ist, kleiner ist als minus 20.000 zum Beispiel. Ja. Und wenn er größer ist als minus 20.000, das heißt, der Verlust ist nicht so groß, dann nehmen wir eine andere Farbe. Ja, dazu fügen wir jetzt noch eine Bedingung hinzu. Ja, nehmen wir vielleicht, weiß ich nicht, blau. Ja, wenn der Verlust jetzt größer ist als minus 20.000, und klicken auf OK. So, mal gucken, was das jetzt bringt. Ja, wie Sie jetzt sehen, haben sich jetzt unsere Farben hier geändert. Wir haben jetzt dunkelrot oder dieses Crimson für größere Verluste, und für kleinere Verluste, was man natürlich relativ schlecht sehen kann, haben wir eine andere Farbe genommen. Ja, das sind die sogenannten Zellbedingungen. Jetzt gibt es auch noch die sogenannten Filter, die man auf den Marktscanner anwenden kann. Das zeige ich Ihnen jetzt auch mal. Stellen Sie sich vor, Sie haben nicht nur eine Handvoll von Symbolen wie hier, sondern hunderte von Symbolen in Ihrem Marktscanner drin. Das mache ich jetzt mal. Ich füge mal so zum Beispiel neue Instrumente hinzu. Nehmen wir mal die Nasdaq 100 Symbole. Die wähle ich alle aus. Und jetzt werden hier wesentlich mehr Symbole zu unserem Marktscanner hinzugefügt, wie Sie sehen können. Und von dieser Vielzahl von Symbolen, jetzt sind über 100 Symbole drin, haben die meisten ja gar keine Position offen zum Beispiel. Oder die meisten werden nichts Interessantes in diesem Moment zumindest für uns anzeigen. Ja, und da würde es Sinn machen, dass diese Symbole überhaupt nicht im Marktscanner auftauchen, solange es nichts Interessantes, und ich meine jetzt Interessantes in Anführungsstrichen, zu sehen gibt für so ein Symbol. Ah, zum Beispiel könnten wir jetzt nur die Symbole für uns anzeigen, die auch wirklich einen unrealisierten Gewinn kleiner als 0 oder größer als 0 haben. Und wenn der unrealisierte Gewinn gleich 0 ist, dann verstecken wir dieses Symbol, dann zeigen wir es gar nicht erst im Marktscanner an. Und nur wenn jetzt für dieses Symbol eine Position offen ist, soll es dann angezeigt werden. Wie machen wir das? Wieder Rechtsklick auf unseren Marktscanner. Wir gehen zu Spalten. Ja, klicken wieder auf unsere Spalte unrealisierter Gewinnverlust und fügen jetzt eine sogenannte Filterbedingung hinzu. Ja, hinzufügen. Und in dem Fall möchten wir, wenn jetzt diese Spalte, also wenn unser unrealisierter Gewinn 0 ist, soll diese Spalte nicht angezeigt werden, soll rausgefiltert werden. Ja, okay, das ist jetzt hier schon voreingestellt. Also wenn diese gleich 0 ist, dann zeige sie nicht an. Klicken wir auf OK und auch hier auf OK. Und wie Sie sehen, passiert zunächst erst einmal nichts. Das hat damit zu tun, dass als Default-Einstellung für den Marktscanner, also als Standardeinstellung, der Filter nicht aktiviert ist. Um diesen zu aktivieren, Rechtsklick, und Sie aktivieren den Zeilenfilter über diese Option hier. Ja, und sobald das getan ist, wenn jetzt nur diese Symbole angezeigt, wo wir auch eine offene Position haben sozusagen. Okay, also so viel als Beispiel und Einführung für den Marktscanner. Und ich nehme mal diese Symbole raus, weil die gibt es mittlerweile nicht mehr. Weil es hat sich geändert, das Symbol. Okay, alles klar. So, zurück zu unseren Folien, weil jetzt geht es nämlich langsam an den richtig spannenden Teil dieses Webinars. Eine Sekunde.
Alles klar. So, als nächstes, und ich komme auf die Alarme ein bisschen später zu sprechen, ja, wollen wir unseren eigenen Indikator bauen, den wir dann auch in diesem Marktscanner verwenden wollen. Ja, wie schon vorher erwähnt, ist es möglich, nicht nur nach diesen vorinstallierten Werten zu scannen, man kann auch seine eigenen Indikatoren zu diesem Zweck benutzen. In diesem Fall, ja, bauen wir uns unseren eigenen Indikator, und was soll der machen? Aber seine Aufgabe ist relativ einfach. Er soll ja, sogenannte Bullish Engulfing Kerzen finden und Bearish Engulfing Kerzen finden. Was sind die? So eine Bullish Engulfing Kerze ist eine Kerze wie diese grüne hier, ja, wo das High, also der Höchstwert dieser Kerze, über dem Höchstwert der vorherigen Kerze ist, und das Low ist unter dem Low der vorherigen Kerze. Und dazu muss es auch noch eine, ja, eine aufsteigende Kerze sein, also eine grüne Kerze. Das ist ein Bullish Engulfing. Und für ein Bearish Engulfing ist es umgekehrt. Ja, wir haben die gleichen Bedingungen. Das High muss größer sein als das High der vorherigen Kerze. Und das Low muss niedriger sein. Aber dazu muss diese Kerze eine Bearish Kerze sein. Ja, sie muss runtergehen. Ja, also das sind zwei Dinge, nach denen wir scannen wollen. Und als dritte Indikator, als Feature von diesem Indikator, wollen wir auch noch anzeigen lassen, wie hat sich unsere Kerze jetzt gerade zum Open-Preis verändert. Ja, sie ist zum Beispiel gestiegen um ein paar Ticks oder ist sie gefallen im Vergleich zum Open-Preis der jetzigen Kerze. Ja, okay. So, diesen Indikator, den gibt es nicht vorinstalliert im Ninja Trader. Das heißt, wir müssen uns diesen selbst bauen. Gut, wir hatten jetzt im letzten Webinar schon, sind wir schon kurz auf diese, wie man Strategien mit dem, nach dem Baukastenprinzip selbst erstellen kann. Ja, das geht leider mit Indikatoren nicht. Ja, man kann relativ viel über diesen Wizard schon machen, aber die eigentliche Logik, die muss man dann doch selbst programmieren. Aber wie Sie sehen werden, ist diese Programmierung eigentlich relativ simpel, und das kann man eigentlich auch mit ein bisschen Übung ohne fundierte Programmierkenntnisse schaffen. Ich zeige es Ihnen einfach mal. Also, bauen wir uns jetzt diesen Indikator zusammen, und danach, wenn wir ihn gebaut haben, werden wir ihn im Marktscanner verwenden. Okay, also dazu gehen wir zurück zu unserem Kontrollzentrum, ja, klicken hier auf Neu und öffnen den Ninja Script Editor. Ja, das ist eine Umgebung, in der man ja, den Code für seine eigenen Indikatoren oder auch Strategien schreiben kann. Ja, dann öffnen wir den auf. Das geht jetzt in einem anderen Fenster auf. Ja, und ja, als Standardeinstellung wird erstmal der leere Bildschirm hier angezeigt. Um jetzt einen neuen Indikator zu bauen, klicken wir auf das Pluszeichen hier unten. Ja, und gehen auf Indikator, neuer Indikator hier. Ja, jetzt wird wieder ein Dialog aufgebaut, und ähnlich wie mit dem Strategiebaukasten kann man jetzt auch seinen Indikator, zumindest das Grundgerüst für den Indikator, über diesen Wizard, über diesen Dialog generieren lassen. So, als erstes brauchen wir einen Namen für unseren Indikator. In dem Fall werde ich ihn Candlestick, ja, für Cap Trader, also Candlestick CT nennen. Wir gehen auf Nächstes. Ja, das soll ein Overlay-Indikator sein, weil wir werden ihn erstmal auf der Chart ausprobieren. Da wäre es schön, wenn wir auch wirklich auf der Chart auf dem Preis sehen würden, ja, wo ist denn jetzt eine Bearish Engulfing-Kerze, wo ist eine Bullish Engulfing-Kerze und so weiter. Ja? Also wollen wir das als Overlay über den Kerzen, über den Preiskerzen gestalten. Und wir wollen die Berechnung, ja, das steht zwar jetzt noch nicht drin, oh ja, Berechnung anhand einer Preisveränderung durchführen. Ja, stellen Sie sich vor, für das dritte Feature, wo wir sehen wollen, wo ist der jetzige Preis im Vergleich zum Open-Preis? Ja, das muss ja intrabar passieren. Das darf nicht nur ja, nach dem Schluss jeder Kerze berechnet werden. Deswegen sollte die Neuberechnung des Indikators nach jeder Preisveränderung erfolgen. Klicken auf Nächstes. Ja, dieses Fenster können wir erstmal ignorieren. Das brauchen wir für diesen Indikator nicht. Das brauchen wir auch nicht. Und jetzt ja, gehen wir zu unseren Parametern. Ja, braucht dieser Indikator Parameter? Eigentlich ja auch nicht. Also Nutzerparameter werden hier nicht wirklich gebraucht, weil für eine Bullish-Kerze, ja, da gibt es wirklich keine Parameter.
wirklich, ja, das Hauptsache, das High ist größer als das vorherige High und das Low ist kleiner als das vorherige High, aber viel mehr braucht man dazu eigentlich nicht. Ja, also der Nutzer muss da nicht wirklich sehr viel konfigurieren, sodass wir auch diese Eingabeparameter ignorieren können. Anders sieht es aber aus, jetzt, wenn es um die sogenannten Plots geht. Ja, also die Übersetzung hier ist nicht ganz ideal. Ja, Plots sind das, was dann wirklich auf dem ja, auf der Chart angezeigt wird, also diese Linien, die da angezeigt werden, die Flächen sind es eigentlich nicht, das sind mehr Linien, die da angezeigt werden, auf Englisch Plots. Ja. Und hier wollen wir zum Beispiel anzeigen, ja, wo ist denn jetzt unsere Bullish Engulfing Kerze, wo ist unsere Bearish Kerze, dafür brauchen wir zwei Plots. Und wir wollen auch anzeigen lassen, ja, wie weit hat sich jetzt mein Open Preis vom, also von mein jetziger Preis vom Open Preis der Kerze entfernt. Also brauchen wir eigentlich drei Plots hierfür. Dafür klicken wir auf Hinzufügen. Ja, unser erster Plot wird unser Bullish Engulfing sein. Ja, und das wollen wir als, ja, als, sagen wir, als kleines Dreieck, als Triangle up anzeigen lassen. Ja, es ist wirklich ein bullisches Signal, sozusagen, so ein Up-Dreieck ist da vielleicht ganz geeignet. Und als Farbe nehmen wir mal hier eine grüne Farbe, die ein bisschen bullisch aussieht. Ja. Okay, so das ist ein Bullish Engulfing. Das gleiche machen wir jetzt für unser Bearish Engulfing. Hier auch als Dreieck angezeigt. In diesem Fall aber als Dreieck, das nach unten zeigt. Ja, ist ja Bearish, das sollte noch nach unten zeigen. Und das zeigen wir vielleicht in Rot an. Und klicken auf OK. Und als letzten Plot fügen wir noch hinzu, ja, ein Plot, der anzeigt, wie hat sich jetzt mein Preis im Vergleich zum Open Preis verändert. Ich nenne den mal Change Plot. Ja, und der soll, ja, kann zum Beispiel als Linie angezeigt werden. Ist aber nicht wichtig, weil den wollen wir uns eigentlich gar nicht auf der Chart angucken. Der ist dann nur wichtig, wenn es darum geht, den ja, im Marktscanner zu sehen. So also klicke ich hier einmal auf OK. Das können wir so lassen. Und dann generieren wir jetzt unseren Indikatorcode, ja, basierend auf diesen Eingaben in diesem Dialog. An dem wir hier auf Generieren klicken. Gut. Super, jetzt haben wir hier unser Grundgerüst für diesen Indikator und jetzt müssen wir die Logik hinzufügen. Und jetzt brauchen wir dann doch ein bisschen Programmierkenntnisse hierfür. Aber wie Sie sehen werden, hält sich diese in Grenzen. Okay, gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf unsere Folien und gucken uns an, was wir eigentlich für dieses Bullish Engulfing brauchen. Ja? Hier müssen wir praktisch testen, ja. Ist meine Kerze, also sagen wir mal, unsere jetzige Kerze ist diese grüne hier. Hier müssten wir testen, ist von meiner jetzigen Kerze, ist das High größer als das High von der vorherigen Kerze und das Low kleiner als das Low von der vorherigen Kerze und ist der Close-Preis größer als der Open-Preis. Ja, das ist dann eine bullische Kerze praktisch. Das sind unsere drei Bedingungen, die wir hier abtesten müssen. Wie machen wir das? Ja, also in der Programmierung gibt es dafür ein Befehl, der heißt if, wenn. Ja, und das schreibe ich Ihnen hier mal einmal ganz kurz hier hin. Also unsere erste Bedingung war, wenn das High unserer jetzigen Kerze, und die jetzige Kerze hat immer diesen Index 0 hier, das ist die jetzige Kerze, die wir gerade betrachten, wenn die größer ist, wenn das High größer ist als das High der vorherigen Kerze, und die vorherige Kerze wird mit High 1 dargestellt. Das ist praktisch die Kerze, die genau einmal eine Kerze davor war. Wenn ich jetzt zum Beispiel High 2 schreiben würde, das wäre die Kerze vor, also zwei Kerzen zuvor. Und High 3 dann drei Kerzen zuvor und so weiter. Ja, das ist unsere erste Bedingung, die erfüllt sein muss. Die zweite Bedingung, ja, die zur gleichen Zeit erfüllt werden muss, ist, dass das Low kleiner ist als das Low der vorherigen Kerze. So. Ja, unsere zweite Bedingung. Und die dritte Bedingung, die wir hatten, ist, dass unser Close-Preis größer ist als unser Open-Preis. Ja, also Close ist größer als unser Open-Preis. Gut, das heißt, das ist eine bullische Kerze. Was soll in diesem Fall passieren? Ja, in diesem Fall wollen wir ein kleines Dreieck unter die Kerze schreiben. Ja, wie machen wir das? Dafür haben wir ja unsere Plots. Wir haben unseren Bullish Engulfing Plot, den wir schon über den Dialog ja, generiert haben. Und in der Codierung sieht es dann so aus, dass man Bullish Engulfing schreibt. Das heißt, dieser Plot, ja, an der jetzigen Stelle, also an der Kerze, wo wir dieses Engulfing gefunden haben, mit dem Index 0. Ja, und ich ändere das mal ganz kurz.
Ha. Und wie Sie sehen, habe ich hier einen Fehler gemacht. Nochmal ganz kurz. Also unser High muss größer sein als das High der vorherigen Kerze, als High 1. Und unser Low muss kleiner sein als das Low der vorherigen Kerze, in dem Fall Low 1. So. Ja, das kann passieren. Und in dem Fall, ja, wollen wir ein kleines Dreieck unter unsere Kerze schreiben. Und wo soll jetzt dieses Dreieck geschrieben werden? So unter die Kerze, das praktisch an den Low-Wert der Kerze geschrieben werden. Und das gibt man praktisch hiermit an, dass das Dreieck an der Low-Position, ja, von dieser Kerze geschrieben werden soll. So. Tja, das wäre es dann eigentlich schon für unsere erste Bedingung für das Bullish Engulfing. Für das Bearish Engulfing, dafür kopiere ich mir das einmal rüber, sieht es ganz ähnlich aus, ja. Der einzige Unterschied ist, dass unser Close-Preis kleiner sein muss als unser Open-Preis. Ja. Es muss eine Kerze sein, die runtergegangen ist, eine bearische Kerze. Und in dem Fall schreiben wir unser Dreieck an unseren Bearish Engulfing Plot, an dem Fall über die Kerze, wo praktisch das High der Kerze ist. Gut. Ja, das lassen wir erstmal so und wir fügen hier den Unterschied zwischen dem jetzigen Preis und dem Open-Preis etwas später hinzu. Um jetzt diesen Code zu kompilieren, Rechtsklick in den Editor und Sie gehen auf Kompilieren und Sie können auch F5 dazu drücken. Ja, das dauert jetzt eine kleine Zeit. Und wenn alles geklappt hat, nach ein paar Sekunden hören Sie einen Ton, der die erfolgreiche Kompilierung des Codes angibt. Ja, das hören Sie wahrscheinlich nicht, aber ich werde es auf meinem Lautsprecher hören. So, um jetzt unseren Code zu testen, machen wir eine Chart auf. Dazu zurück zum Kontrollzentrum. Wir klicken auf Neu und öffnen eine Chart. Dann nehmen wir mal beispielsweise IBM als unsere Chart. Und das soll ein Minuten-Chart sein und wir laden die letzten 50 Tage rein. Nehmen wir mal eine 15-Minuten-Chart. Ja, und klicken OK. Und jetzt wird ein neues Fenster aufgehen mit dieser Chart im Ninja Trader. So, jetzt können wir unseren Indikator hinzufügen. Wie machen wir das? Rechtsklick auf die Chart, Indikatoren. Und wir wählen jetzt unseren neu erstellten Indikator, der Candlestick CT heißt, aus. Ja, jetzt sehen wir hier unten Candlestick CT. Und wenn jetzt alles geklappt hat, werden wir gleich unsere kleinen Dreiecke sehen, wenn immer ein Bullish oder Bearish Engulfing passiert ist. Ja, muss Sie sehen, passiert überhaupt nichts. Das heißt, wir haben wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ja, wie kann man das jetzt rauskriegen? Und das ist ja für die Programmierer unter Ihnen ist das sogenannte Debugging ja eine Aufgabe, mit der man leider sehr viel zu tun hat. Ja, beim NinjaTrader kriegt man die Fehlermeldung über die sogenannte NinjaScript-Ausgabe heraus. Das ist jetzt auch nochmal ein neues Fenster und hier werden die Fehlermeldungen angezeigt, die jetzt passiert sind. Ja, wie man jetzt hier sieht, hat unser eigens erstellter Indikator einen Fehler erzeugt. Und zwar, dass sie versucht haben, ja, eine Bar zu öffnen, die es gar nicht auf der Chart gibt. Was ist passiert? Ja, also, gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Code. Wie Sie hier sehen, ja, gucken wir, wenn wir jetzt die jetzige Bar haben, was ist in der vorherigen Bar passiert? Ja, das macht auch Sinn, ja, das macht immer Sinn, aber leider nicht für einen einzigen Fall, wo es keinen Sinn macht. Ja, können Sie sich vorstellen, wo das vielleicht keinen Sinn macht, wo man nicht auf die vorherige Bar zugreifen kann? Ja, Die allererste. die allererste, genau, ja, da ist nämlich genau der Fehler passiert, wenn man nicht auf der allerersten Bar sind in unserer Chart. Ich gehe jetzt mal hier hin. Ganz zum Anfang hier, das ist unsere allererste Bar hier. Ja, da gibt es ja keine Bar davor. Da ist gar nichts davor. Es macht keinen Sinn, hier in dem Fall auf die vorherige Bar zuzugreifen. Geht einfach nicht. Und das hat auch diesen Fehler erzeugt. Ja. Ah, so, wie können wir jetzt unseren Code abändern, dass diese Abfrage für die allererste Bar nicht passiert? Ja, wir können hier praktisch eine neue Bedingung hinzufügen, dass wir uns nicht in der ersten Bar befinden. Wie macht man das im Ninja Trader? Ja, dafür gibt es eine vordefinierte Variable, die heißt Current Bar. Ja, und wenn wir jetzt uns in der ersten Bar befinden, hat dieser Wert Current Bar den Wert 0. Ja, und wenn wir uns dann praktisch in der zweiten Bar befinden, hat Current Bar den Wert 1 und so weiter. Ja. Also in dem Fall darf dieses Current Bar nicht 0 sein, sie muss größer als 0 sein.
Das fügen wir jetzt auch hinzu. Und zwar für den Bullish und den Bearish Fall. So, okay, einmal kurz Be Debugging betrieben. Wir kompilieren neu mit F5 und ja, probieren es neu aus. Dazu gehen wir zurück zu unserer Chart. Und sobald die Kompilierung fertig ist, ich werde es Ihnen gleich sagen, sobald ich diesen Ton höre, werde ich den Indikator neu laden. Ja, noch kompiliert er. So, jetzt ist es fertig. Ich drücke F5 oder auch ja, auf die Option Ninja Script neu laden, ja, um den Indikator neu auf die Chart anzuwenden. Und wie Sie jetzt sehen, sehen wir jetzt unsere kleinen Dreiecke hier, die ein Bullish Engulfing oder auch ein Bearish Engulfing anzeigen. Ja, also das scheint zu funktionieren. Wir können uns mal eine Bar rausnehmen hier. Wie Sie sehen, hier ist das hier zum Beispiel für das Bearish Engulfing. Es ist eine Bar, die ja, wo das High größer ist als das High zuvor und auch das Low ist kleiner als das Low zuvor und ist auch nur eine Abwärtskerze. Ja, deswegen ein Bearish Engulfing. Und das gleiche dann fürs Bullish Engulfing hier zum Beispiel. Super. So, jetzt haben wir unseren eigenen Indikator erstellt. Wie können wir jetzt diesen Indikator im Marktscanner anwenden? Ja, dazu zurück zum Marktscanner. Super. Und wie Sie wissen, haben wir jetzt noch unsere Filter, unsere Zeilenfilter aktiviert. Die nehme ich jetzt mal raus, damit wieder alle Symbole angezeigt werden. Und jetzt fügen wir eine neue Spalte hinzu, die uns das Bearish Engulfing anzeigen soll. So, dazu Rechtsklick, Spalten. Ja. So, wie können wir jetzt unseren Indikator, den wir jetzt gerade gebaut haben, referenzieren? Ja, wie können wir diesen auswählen? Wie Sie sehen, ist dieser nicht in dieser Liste vorhanden. Ja, also hier gibt es keinen Candlestick CT-Indikator, der ist einfach nicht da. Also so kann es nicht gehen. Ja, dazu müssen wir eine andere Technik nehmen. Ja, wenn Sie jetzt ein bisschen runterscrollen, sehen Sie hier aber einen Eintrag, der heißt Indikator. Und über diesen Eintrag hier kann man sich seine selbst gebauten Indikatoren oder auch die vorinstallierten Indikatoren auswählen. Ja, dafür Doppelklick auf Indikator. Ja, der wird jetzt hinzugefügt. Und jetzt hier über die erste Eingabeindikator kann man auswählen, welchen Indikator, um welchen Indikator soll es überhaupt gehen. Und hier können wir jetzt unseren Candlestick CT CapTrader Indikator auswählen. Ja, super. So, sobald der ausgewählt ist, können wir einiges für diesen Indikator festlegen. Ja, als erstes können wir auswählen, ja, welchen Wert dieses Indikators, welchen Plot wollen wir eigentlich anzeigen lassen. Und hier haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Wir haben unser Bullish Engulfing und unser Bearish Engulfing. Beides haben wir schon implementiert und Change haben wir noch nicht implementiert. Das machen wir dann etwas später. Ja, in dem Fall wählen wir unser Bullish Engulfing aus. Super. So, als nächstes wählen wir aus, ja, auf welchen Timeframe soll dieser Indikator angewendet werden. Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wählen wir mal aus, ja, sagen wir, unser 15-Minuten-Timeframe, den wir auch schon bei IBM hatten. Nehmen wir unseren Timeframe. Ja, und wenn Sie vielleicht beides wollen, vielleicht wollen Sie das Bullish Engulfing auf dem 5-Minuten-Timeframe sehen oder auf dem 15-Minuten-Timeframe, dazu müssen Sie das Ganze nochmal neu hinzufügen. Als neuen Indikator, das zeige ich Ihnen dann auch gleich anschließend. Super. So. Jetzt gehen wir noch etwas runter und ich suche noch ganz kurz nach meinem Label eine Sekunde, für den Indikator sehe ich jetzt erstmal. Ah ja, hier ist es. Unser Label hier, das soll ja, das ist praktisch das Label, wonach wir unsere Spalte benennen. In dem Fall ist es unser Bullish Engulfing. Das können Sie frei wählen, auf den 15-Minuten-Chart angewendet. Ja, 15 Minuten. Super. Und wir klicken jetzt auf OK und gucken, was passiert. So, Sie sehen, wird jetzt ja eine neue Spalte hinzugefügt. Das kann immer etwas dauern. Und sobald das komplett geladen ist, ja, ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange, werden Sie jetzt auch bald Werte in diesen Spalten sehen. Ja, solange das lädt, wollte ich Ihnen noch ganz kurz etwas anderes zeigen. Dazu zurück zur Chart. Ja, das warten wir jetzt ganz kurz ab, bis das fertig geladen ist. Oh. In dem Fall ja, braucht Ninja Trader etwas länger. Und hier wollten wir uns nochmal angucken, ja, was passiert eigentlich, aber was wird eigentlich ausgespielt,
geschrieben ins Datenfenster, wenn jetzt so ein Bullish Engulfing vorliegt oder wenn jetzt ein Bearish Engulfing vorliegt. Dazu einmal Rechtsklick auf die Chart. Und mein Ninja Trader ist gerade etwas festgefahren. Das hat damit zu tun, dass jetzt diese historischen Daten geladen werden müssen. Gut, warten wir es einmal ganz kurz ab. Das dauert auch nicht mehr allzu lange, hoffentlich. Und sobald die Daten geladen sind, ja, geht es dann auch gleich weiter. Ja, er lädt immer noch. Eine Sekunde. So, jetzt wähle ich hier das Datenfenster aus. Und wir gucken jetzt mal, was eigentlich angezeigt wird, wenn jetzt so ein Bullish Engulfing oder ein Bearish Engulfing vorliegt. Ja, das ist nämlich auch wichtig für uns, um für den Marktscanner zu konfigurieren. So, zum Beispiel, wenn jetzt ein Bearish Engulfing vorliegt, wird jetzt wird der Preis, was wird hier eigentlich ausgeschrieben? Es wird der High Price der Kerze ausgeschrieben. Ja, das ist praktisch da genau, wo das Dreieck hier gedruckt ist. Ja, wenn Sie jetzt diesen den Wert hier vergleichen mit dem Hochpreis, ja, werden Sie sehen, dass die übereinstimmen. Ja, sehen Sie hier. Ja, das sind 134,72 ist der Hochpreis, aber auch der Preis für das Bearish Engulfing. Und für das Bullish Engulfing, ja, hier drücken wir das unter Dreieck auf dem Low-Preis aus, ja, wird praktisch der Low-Preis ausgegeben. Ja, und wenn jetzt gar nichts vorliegt, weder Bearish Engulfing noch Bullish Engulfing, wird nichts ausgeschrieben. Ja. Das ist jetzt dieses NA praktisch hier im Datenfenster. Im Marktscanner wird nicht dieses NA ausgeschrieben werden, sondern dafür eine 0. Das ist einfach so vorinstalliert im NinjaTrader. Gut, gucken wir uns das einmal an. Zurück zum Marktscanner. Mittlerweile sind alle unsere Berechnungen durchgeführt. Und wir sehen wir hier ganz oft die 0, außer ein paar Mal. Zum Beispiel hier. Was ist das für ein Symbol? Das ist CHKP. Und hier ist praktisch keine 0 eingetragen. Das heißt, hier liegt jetzt ein Bullish Engulfing vor. Ja? Und dieser Wert, der jetzt hier ausgegeben ist, ist praktisch der Lowpreis von der Kerze, wo dieses Bullish Engulfing vorliegt. Ja, genauso wie zum Beispiel hier für das Symbol CMCSA. Ja, hier ist auch, liegt auch ein Bullish Engulfing vor. Ja, und der Lowpreis der Candle, der Kerze, wird hier ausgeschrieben. Ja, wollen wir das einmal ganz kurz testen, ob das auch wirklich funktioniert. Ja, dazu gehe ich jetzt zurück zu meiner Chart, mache dazu einmal ganz kurz mein Fenster hier etwas kleiner, damit Sie beides sehen können. Ich ziehe meine Chart jetzt auch mal rüber und wir öffnen jetzt diesen Chart für die zugehörigen Symbole. Was super ist im NinjaTrader, ist, dass man ein sogenanntes Symbol Linking durchführen kann. Ja, das heißt praktisch, wenn wir jetzt auf ein Symbol im Marktscanner klicken, ja, und dieses Symbol Linking eingestellt ist, wird das Symbol auch für diese Chart automatisch geladen. Ja, um dieses Linking zu installieren, klicken wir auf dieses kleine Symbol hier oben. Ja, neben dem Minimierungssymbol und wählen eine Farbe aus. Ja, praktisch unser Linking-Kriteria. In dem Fall wählen wir rot aus, ist aber egal, was Sie auswählen. Hauptsache, Sie wählen auch die gleiche Farbe in diesem ersten Symbol hier für die Chart aus. Ja, und sobald diese Farben übereinstimmen, rot und rot, ja, wenn Sie jetzt auf ein Symbol im Marktscanner klicken, wird praktisch das entsprechende Symbol auf der Chart gleichzeitig geladen. Ja. Zum Beispiel hier auf Amazon. Ja, ich klicke hier auf Amazon und Amazon wird jetzt auf meiner Chart auch geladen. So, wählen wir uns jetzt ein Symbol aus, für das wir einen Bullish Engulfing haben. Zum Beispiel das hier. Ja, klicken hier. Sie jetzt sehen, wird jetzt die Chart geladen. Und Sie sehen hier auf der letzten Kerze, haben wir jetzt auch unser kleines Dreieck für unser Bullish Engulfing. Funktioniert wunderbar. Super. Okay. Ja, und vielleicht nochmal einen zweiten Testfall. Wir klicken auf Dish. Und Sie sehen Sie auch hier an der letzten Kerze haben wir unser Bullish Engulfing. Das funktioniert schon mal super. So, als nächsten Schritt, wählen wir mal den gleichen Indikator aus, aber diesmal wollen wir unser Bullish Engulfing für die, sagen wir mal, die 5-Minuten-Chart anzeigen lassen. Dazu zurück zu unserem Market Scanner. Rechtsklick. Wir klicken auf Spalten. Ja, und fügen jetzt wieder einen neuen Indikator hinzu. Ja, wir können nicht unseren vorherig installierten Bullish Engulfing wiederverwenden, da wir praktisch eine neue Spalte brauchen. Für jede neue Spalte müssen wir einen neuen Indikator
hinzufügen. Also wir gehen zurück auf Indikator, wählen wieder unseren Candlestick-Indikator aus. Ja, den hier. Ja, als Plot wählen wir, ja, nehmen wir wieder Bullish Engulfing, aber diesmal wenden wir ihn auf die 5-Minuten-Chart an und klicken auf OK. Und ich werde noch ganz kurz die Spalte umbenennen als Bullish Engulfing 5 Minuten. Super. So, das dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Und sobald die Berechnung durchgeführt ist, ja, sehen Sie jetzt hier eine weitere Spalte hinzugefügt, wo jetzt das Bullish Engulfing auf der 5-Minuten-Chart, ja, wo das angezeigt wird. Ja, also welche Instrumente haben jetzt dieses Engulfing? Ja, und da klar sieht man hier auch, dass das nicht unbedingt oder fast nicht nie mit dem Bullish Engulfing auf der 15-Minuten-Kerze übereinstimmt. Würde ja auch gar keinen Sinn machen. Gut, so, und das Ganze können wir natürlich auch für das Bearish Engulfing machen. Also nochmal einen Testfall. Wieder zur Spalten. Wir wählen wieder einen neuen Indikator aus für eine neue Spalte. Wir wählen wieder unseren Candlestick-Indikator aus. Candlestick CT. Hier haben wir ihn. Und in diesem Fall nehmen wir unser Bearish Engulfing. Wir wählen unseren Timeframe aus. Ja, vielleicht wieder 15 Minuten, wie auch zum Anfang schon. Und klicken auf OK. Aber ich werde ganz vorher noch ganz kurz das Label ändern. Das ist unser Bearish Engulfing auf der 15 Minuten, auf dem 15 Minuten Timeframe. Und klicke auf OK. Und wie Sie sich vorstellen können, wird jetzt wieder eine neue Spalte hinzugefügt. Ja, es wird 0 ausgegeben, wenn kein Bearish Engulfing vorliegt. Und es wird der High Price in diesem Fall ausgegeben, wenn so ein Bearish Engulfing vorliegt. Gut, so, zwei weitere Dinge. Als nächstes möchte ich unsere Filterbedingung anwenden. Und in diesem Fall sagen wir, dass wir nur die Instrumente angezeigt haben wollen, wo jetzt ein Bullish Engulfing auf dem 15-Minuten-Chart vorliegt. Ja. Vielleicht interessieren uns diese Instrumente im Moment nur. Dazu Rechtsklick und wir gehen wieder zu unseren Spalten. Wir wählen unser Bullish Engulfing auf dem 15-Minuten-Chart aus, scrollen runter und wählen unsere Filterbedingung aus. Ja, praktisch fügen wir jetzt eine Bedingung hinzu, dass wir, wenn immer ein Wert 0 ausgegeben ist, in der 15-Minuten-Spalte soll dieses Instrument nicht angezeigt werden. Ja, das ist hier spezifiziert. Wir klicken auf OK. Wir klicken auf OK. Und wenn wir jetzt unseren Zeilenfilter aktivieren, werden Sie gleich sehen, dass ja, all diese Instrumente, in denen jetzt kein Bullish Engulfing vorliegt, auch nicht mehr angezeigt werden. Und jetzt, Sie sehen, wird überhaupt nichts angezeigt. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil dass ich noch einen anderen Filter drin habe. Ich glaube, wir hatten den Filter für den unrealisierten Gewinnverlust drin gelassen. Also nochmal kurz auf Spalten und diesen anderen Filter rausnehmen. Ja, den hatten wir vergessen rauszunehmen. Ja, genau, hier sieht man diesen einen Filter und den entfernen wir jetzt. Und sobald dieser entfernt ist, ja, müssten jetzt nur die Instrumente angezeigt werden, die jetzt zurzeit gerade ein Bullish Engulfing haben auf dem 15-Minuten-Chart. Ja, in dem Fall nur unser CHKP-Symbol. Super. Okay, jetzt, bevor wir noch ganz kurz zu unserem Indikator zurückkommen, möchte ich Ihnen zeigen, wie man einen Wecker für unsere Symbole stellt. Ja? Sie können ja nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, das ist nicht empfohlen. Schöner wäre es, wenn Sie zum Beispiel eine E-Mail bekommen würden oder eine SMS oder eine andere Benachrichtigung, wenn jetzt etwas Interessantes passiert. Zum Beispiel, wenn ein neues Bullish Engulfing für ein Instrument vorliegt. Ja? Was ja eigentlich viel spannender ist. Wie kann man jetzt so einen Alarm zusammenbauen? Rechtsklick auf den Marktscanner und Sie gehen zu Alarm. Ja, und hier können Sie Ihre Alarmbedingung einstellen. So, als erstes wählen wir aus, ja, wann soll unser Alarm ausgelöst werden. Dazu fügen wir eine neue Bedingung hinzu. Ja, wir wählen unsere Spalte aus, die wir jetzt schon hatten. Ja, in dem Fall sagen wir mal, wir wollen einen neuen Alarm haben, wenn wir ein neues Bullish Engulfing auf dem 15-Minuten-Chart haben. Hier wählen wir unseren Indikator aus. Und ja, wann soll jetzt dieser Alarm ausgeführt werden? Wenn
als Wert in diesem, in dieser Spalte ein Wert größer als 0 ausgegeben wird. Ja? Das ist praktisch unsere Bedingung für ein Bullish Engulfing. Das wählen wir als Bedingung größer aus. Ja? Und als, es soll größer als 0 sein, als größer als ein numerischer Wert. In dem Fall größer als 0. Und klicken auf OK. Ja? Super. Dann klicken Sie hier auch nochmal auf OK. Und wenn jetzt immer so eine Bedingung vorliegt, würden Sie jetzt praktisch ja, eine Message auf Ihrem Ninja Trader kriegen. Welche Message ist das? Ja, das haben wir gar nicht eingestellt. Ja, das habe ich vergessen. Das wird hier unten über die Aktion definiert. Das hatte ich ganz vergessen gehabt. Ja, was soll in diesem Fall passieren? In dem Fall zum Beispiel könnten wir uns einen Dialog angezeigt werden auf dem Bildschirm, der ja, uns anzeigt, ja, ein neues Bullish Engulfing auf dem 15-Minuten-Chart liegt für ein Instrument vor. Ja, gehen wir auf Hinzufügen und wir können jetzt hier als Aktion zum Beispiel einen Dialog starten auswählen. Ja, es gibt auch noch andere Aktionen, zum Beispiel einen Sound abspielen, eine Nachricht, zum Beispiel eine E-Mail versenden oder auch einen Auftrag absenden, ja, einen Trade durchführen. Aber in diesem Fall wollen wir ein Dialogfenster öffnen. Das reicht uns aus. Und wir klicken auf OK. Super. Ja, passiert ja zwar gerade nicht, ja, so eine 15 Minuten Bullish Engulfing kommen auch nicht immer vor. Ja, deswegen ja, warten wir jetzt auch nicht darauf, dass so etwas passiert. So, ganz kurz zurück zu meinen Slides. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben einen Indikator gebaut für ja, ein Bullish Engulfing und ein Bearish Engulfing. Für die Veränderung zum Open-Preis haben wir es jetzt nicht gemacht. Und ich glaube, es macht jetzt auch auf die letzten 10 Minuten keinen Sinn, diesen Code noch hinzuzufügen. Ja, ich mache Ihnen aber einen Kompromissvorschlag. Ja, wenn Sie mir eine E-Mail schicken, ja, nach diesem Webinar, also wenn Sie sich praktisch auf unserer Seite registrieren, über also eine Kontaktabfrage abschicken, schicke ich Ihnen ja, den Code für diesen Candlestick-Indikator zu, wo jetzt auch praktisch die Veränderung zum Open-Preis mit eingebaut ist. Und Sie können es selbst ausprobieren, ja, in Ihrem Marktanalyzer. Ja, das ist vielleicht eine kleine Hausaufgabe für Sie. Die einzige Bedingung ist, dass Sie praktisch, dass Sie mir eine Kontaktanfrage schicken über unsere Webseite blackcherryinvest.com. Ja, und ich mache sogar noch was anderes. Sollte Sie mir diese Kontaktanfrage schicken, schicke ich Ihnen auch eine Kopie unserer Matcha-Strategie. Ja, das ist eine Strategie, die wir ja, bei uns entwickelt haben, die ja, auf ein ganz spezielles ja, auf einen Marktimpuls reagiert und dann entweder long oder short geht, je nachdem, was gerade vorliegt. Ja, und wir haben diese Strategie gründlich getestet und ja, vielversprechende Ergebnisse ja, wahrgenommen in unseren Backtesten und in unseren Simulationen. Die Strategie funktioniert auf Aktien, CFDs, Futures. Ja, man kann diese Strategie auf alle möglichen Märkte anwenden. Ja, wenn Sie mir diese Kontaktanfrage schicken, schicke ich Ihnen im Gegenzug unsere Matcha-Lite-Version. Ja, die freigeschaltet ist für eine Reihe von Aktien und auch eine Reihe für Futures. Für die Vollversion müssten Sie mich dann nochmal kontaktieren und ich schicke Ihnen dann weitere Details zu. Gut. Als letztes Thema einen kleinen Ausblick, was wir als nächstes machen. Unser nächstes Webinar ist für den 23. Juli terminiert und da geht es wieder mal darum, unsere Strategien nach dem Baukastenprinzip zu bauen. Und in diesem Fall wird es Teil 2 sein. Ja, wir hatten ja damit schon angefangen, vor ungefähr einem Monat, sind ja nicht fertig geworden. Da gibt es noch richtig viel zu erzählen, richtig spannende Sachen, die wir da ausprobieren können. Und die werden praktisch ja an diesem Webinar da weitermachen, wo wir im vorherigen Webinar aufgehört haben. Ja, haben Sie darüber hinaus Vorschläge, was wir in der Zukunft ja, präsentieren könnten? Ja, schicken Sie mir eine Nachricht. Ich höre Ihnen gerne zu. Ja, und ich arbeite das Thema auch gerne für Sie aus. Ja. Das ist für mich auch immer gutes Feedback, was jetzt gerade ja, interessant ist für die Ninja Trader Nutzer und für die Cap Trader ja, Nutzer. Super. Also diese Vorschläge können Sie auch über unsere Webseite einreichen. Da gibt es einen Kontakt. Formular. Ja, geben Sie einfach Ihren Namen an und Ihre E-Mail-Adresse. Schicken Sie mir, was Sie gerne
präsentiert haben wollen und ich arbeite das Thema dann für Sie aus. Ja, unser nächstes Webinar ist schon terminiert, das ist am 23. Juli, ja, in knapp 3 Wochen mit Teil 2 des Baukastenprinzips für Ninja Trader Handelssysteme, den sogenannten Strategien. Ja, super. Haben Sie ansonsten noch Anregungen oder möchten Sie mir persönlich schreiben? Meine E-Mail-Adresse ist hier angegeben, ds@blackcherryinvest.com. Schreiben Sie mir gerne, ich antworte Ihnen garantiert. Ja, gut. Das war's für mich. Christoph, hast du noch etwas hinzuzufügen? Ehrlich gesagt, nein, habe mir super gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Also war super flüssig und ich hoffe, denen gefällt es auch. Genau. Und dann, nee, ich habe keine Fragen, wenn ich ehrlich bin. War nicht ja. Gut. Gibt es weitere Fragen vielleicht von unseren Zuhörern? Ja, das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann lassen wir es damit und ich freue mich schon auf unser nächstes Webinar am 23. Juli. Bis dann, noch einen schönen Feierabend. Ciao.